herzlich willkommen bei unserer Arm-Challenge. 30 Tage heute, Tag 20. Wir beginnen wie immer mit Armkreisen. Und zwar, los geht's. Rückwärts, ja? Vorwärts Armkreisen. Die Zeit läuft. Der fällt schon noch vor. Noch 30 Sekunden. Noch immer vor, wenn es geht. Noch 10. Drei, zwei, eins. Okay. Was hat das denn gefallen? Kannst du dich mal bitte an dein Tempo halten? Es ist viel schwieriger, die Arme unabhängig voneinander zu bewegen in einem unterschiedlichen Rhythmus. Ja? Das muss man erstmal hin, das ist koordinativ höchst anspruchsvoll. 25 Sekunden. Wenn der dritte Arm ja, dann noch Zeit hat und auch noch was erledigen kann, drei, zwei, stopp. So, jetzt Trizep. Heute als Couple-Version. Ich bin der Stuhl. Oder das Bett. Oder die Couch. Hauptsache, ich habe was zum Aufstützen für unseren Trizep. Wie machen wir überhaupt? 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Der Stuhl ist voll konzentriert. 7, 6, nicht wackeln. 5, nicht wackeln. Wackel nicht, Stuhl. 4, oh, ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 3, 2, letzter. Okay, wackel nicht, Stuhl. Oh mein Gott. Ja, ja. Erschwerte Bedingung. So, die Bergsteige heute auch mal anders. Die Britta ist der Tisch. Die Matte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9 sieht unglaublich schwer aus. 10. Für die Arme. 11. Kannst ein paar Liegestütze machen. 12. Noch, komm. 13. 14. 15. 16 noch 2. 17. Und 18. Sehr schön, wunderbar. So, dann haben wir noch Liegestütz. Das macht der Toni oder die Jule? Oder Jule oder Toni? Wer macht jetzt eigentlich die Liegestütze? Beide. Jeder 5. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. Bis morgen.